Herzlich willkommen zu Almost Playly. Heute spielen Lisa, Florentin, Andreas, Lars und ich Hellapagos. Bei Hellapagos sind wir als Schiffsbrüchige auf einer einsamen Insel gestrandet und jetzt geht uns auch noch die Nahrung aus. Das Ziel des Spiels ist es, gemeinsam ein Floß zu bauen, um mit genügend Essen und Trinken von der Insel abzuhauen, bevor der Hurricane kommt. Am Anfang jeder Runde deckt der aktive Spieler oder Spielerin eine Wetterkarte auf. Danach darf sich jede Person am Tisch für eine von vier Aktionen entscheiden. Erstens, Fischen. Das bringt der Gruppe neue Nahrung. Zweitens, Wasser sammeln. Dann hat die Gruppe mehr zu trinken. Drittens, nach Holz suchen. Das treibt den Floßbau voran. Oder viertens, im Schiffswrack nach einer persönlichen Aktionskarte tauchen. Die kann zu jedem Zeitpunkt im Spiel ausgespielt werden. Anschließend müssen alle Gruppenmitglieder eine Portion Nahrung und eine Portion Trinken erhalten. Sollte die Gruppe in dieser Phase über nicht genügend Vorräte verfügen, stimmen sie darüber ab, wen sie verdursten oder verhungern lassen. Diese Person scheidet mit sofortiger Wirkung aus dem Spiel aus. Das Spiel endet, sobald das Floß groß genug ist, damit die gesamte Gruppe von der Insel abhauen kann, der Hurricane die Gruppe zwingt, am Ende der aktuellen Runde die Insel zu verlassen oder einfach alle sterben. Es können auch zwei Holzfischen gehen. Ja, oder Fischen. Okay, gut. Und wie viel Startnahrung, / Startwasser haben wir? Wir haben 8 Startnahrung und 10 Startwasser. Ja, dann können wir jetzt erstmal entspannen, oder? Klar. Ich würde sagen, erster Tag, Strand. Ja, genau. So, jeder kriegt 4 Ereigniskarten. Ja, wollen wir uns erstmal vorstellen? Ja. Sind wir von so einem Luxusschiff gestrandet und wissen alle gar nicht, wer wir sind? Ich dachte, das war sowieso schon so eine kleine Ferientruppe und wir kennen uns. Mich wundert das kein nicht. Normalerweise ist es immer, und einer möchte alle anderen auffressen und ihr müsst rausfinden, wer derjenige ist, der das Floß sabotiert und so. Also ich bin in tiefer Trauer. Ich habe gerade meine Frau und meine 7 Kinder verloren. Ja. Ich habe sie gesehen, wie sie ertrunken sind, wie sie beim Versuch, mich zu befreien, allesamt gestorben sind. Hey. Sie haben es geschafft, aber sie haben mich gerettet. Deswegen würde ich natürlich auch für meine Familie gerne diese Reise überleben, damit sie nicht umsonst gestorben sind. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr jemanden verloren habt, aber bei mir, ich bin nämlich in tiefer Trauer. Ja. Und das möchte ich auch, dass es anerkannt und respektiert wird hier von dieser Gruppe. Ja. Aber ich freue mich trotzdem, dass wir alle gemeinsam jetzt hier zusammenarbeiten können und eine gemeinsame Zukunft aufbauen. Ein Neuanfang. Ich habe niemanden verloren, aber ich hatte auch noch niemanden gefunden. Ich war eigentlich auf dieses Kreuzfahrtschiff gekommen, um meine große Liebe zu finden. Mhm. Ich bin jetzt wieder Single und hätte durchaus bin offen. Gut, das ist gut zu wissen. Wunderbar. Also von daher, ich habe ein großes Ziel, diese Insel zu verlassen und dann entsprechend in ein neues Leben zu starten. Vielleicht zu zweit. Na, vielleicht. Mein Name ist Manni und ich wollte eigentlich die ganze Zeit nur im Pool Tequila Sunrise saufen und das kann ich jetzt nicht mehr, aber potenziell hätte ich da schon auch wieder Lust zu. Ich bin Brutus, ich bin eigentlich in einer Entwicklungshilfe-Organisation deswegen tätig. Deswegen bist du auf einem Kreuzfahrtschiff. Um mich quasi wie in einem trojanischen Pferd auch zu solchen Inseln zu wagen, bin ich auf einem Kreuzfahrtschiff mitgekommen, auch ein bisschen Benzin zu sparen, um den Leuten vor Ort zu helfen und vielleicht auch den reichen Leuten wie euch auch mal ein anderes Auge zu öffnen, um zu zeigen, guck mal, es gibt auch Armut auf solchen Inseln. Der muss weg. Der muss sofort weg. Ja, hi, ich bin Andreas. Ich bin mit meinem Graupapagei auf Kreuzfahrt gegangen, habe etwas zu viel gezahlt für die Einzelkabine, aber habe spontan dann doch niemanden gefunden, der mich auf diese Kreuzfahrt begleitet. Aber nach dem Schiffbruch ist halt leider ungewiss, was aus meinem Graupapagei geworden ist. Dementsprechend habe ich natürlich alle Motivationen, diese Insel zu verlassen, um diese Frage, dieses große Fragezeichen, was seitdem mich begleitet und in mir schlummert, natürlich in ein Ausrufezeichen zu verwandeln. Ich bin mir sicher, dass es ihm gut geht. Und ich glaube, wir werden, das spreche ich, glaube ich, für die Gruppe, alles tun, um deinen Papagei zu finden. Ja. Ich bin der Startspieler und ich decke jetzt erstmal ein Wasser auf. Und das sind 2 Wasser. Das heißt, jemand, der hier für diese Gruppe Wasser organisieren soll, der kriegt
pro Spielzug 2. Also, Leute, was machen? Eine, also ich eine Frage. Wie viele Wasser gibt es maximal auf einer Karte? 3. Okay, also 2 ist schon gut. Ist okay. Es gibt auch 0. Also, ja. Ja. Also ich würde mich gerne mal irgendwie auf der Insel umgucken, mal schauen, was da los ist. Dabei kann ich ja gleich einfach direkt ein bisschen Holz sammeln fürs Floß. Jetzt ist aber so, wir wissen nicht, was auf der Insel ist. Da könnten gefährliche Tiere sein, giftige Tiere, Fallen, Ureinwohner, man weiß es nicht. Also ich würde mir wünschen, dass sollte mir was zustoßen auf dieser Reise, dass ich mich dann natürlich solidarisch auf eure Unterstützung verlassen kann. Natürlich. Dass ich nicht dann sofort als schwächstes Glied entfernt werde, sondern weil ich mich für die Gruppe geopfert habe, da kann ich mich ja auf euch verlassen. Na klar. Oder? Ja. Gut, dann würde ich in den Wald gehen, um Holz zu sammeln. Holzmarker wird um einen nach vorne bewegt. So, und jetzt kann Florentin entscheiden, ob er noch weiter in den Wald reingeht, um Holz zu sammeln. Und ich muss für jeden Schritt eine Kugel ziehen. Genau, für jeden Schritt musst du eine Kugel ziehen. Es gibt insgesamt hier drin 6 Kugeln. In eine Kugel schwarz, wenn du die ziehst, wirst du krank und darfst dann eine Runde keine Aktion machen. Ich weiß, dass wir nicht von dieser Insel kommen, wenn wir nicht über unsere Grenzen gehen, wenn wir nicht alle auch ein Risiko eingehen, und ich bin bereit, Risiko für diese Gruppe einzugehen. Ja. Deswegen möchte ich 3 Schritte gehen. Nobler Mann. Okay. Nobler Mann, zieh mal 3 Kugeln raus. Ganz selbstlos auch. Okay, keine schwarze. Ah! Na also, ihr seht es, es lohnt sich. 1, 2, 3. Aber das erste Floß ist doch fast fertig. So, dann Andreas, was machst du? Ich muss ja erstmal die Karte umdrehen, oder? Mit Wasser? Nee. Achso, die gilt für die ganze Runde? Die gilt für die ganze Runde, ja. Dann würde ich Wasser sammeln wollen. Das heißt, 2, 1, 2. So, Lars. Was machst du? Schlag untersuchen, Wasser, Fischen oder Holz sammeln? Nein, also ich finde, Holz sammeln ist zwar eine gute Idee, aber ich befürchte, dass wir ja sowieso noch eine ganze Weile mit dem Bau des Floß beschäftigt sein werden. Und derzeit wollen wir ja nicht verhungern. Also würde ich tatsächlich mal nach Fischen. Nach Fischen, das heißt? Nahrung. Du darfst eine Kugel hier aus dem Beutel. Das wird ja wohl nicht die schwarze sein. Aber es ist egal, beim Fischen, Fischen ist völlig ungefährlich. Ein Fisch. Naja. Oh, naja, ein Anfänger. Beim Fischen gibt es keine schwarze Kugel? Nein. Ja, doch, es gibt sie schon, aber sie hat keine negativen Auswirkungen. Nur ein Fisch. Ja, aber es ist ein großer Fisch, muss man dazu sagen. Ich werde auch fischen, und weil Nahrung brauchen wir. Und das haben wir potenziell weniger. Ich habe 2. 2. Oh! 2 Fische. Ja. Der gefällt mir. Der ist gut, oder? Gut, dass ich die Fische schon mal angelockt habe, ne? Dass du jetzt ein bisschen mehr fangen konntest. Lisa. Ja, da ist jetzt die Frage. Dieses 2-mal Wasser ist ja eigentlich schon potenziell ganz gut. ist ja die zweithöchste Wasserkategorie, wenn ich das richtig verstehe. Von daher, glaubt ihr, es ergibt Sinn, wenn ich das jetzt auch nochmal mache? Oder sollen wir noch ein bisschen Holz sammeln? Ich habe auch eine recht interessante Karte. Könnte ich die jetzt auch ausspielen? Weißt du nicht? Nee. Doch, du kannst jede Karte jederzeit ausspielen. Aber Wasser holen klingt doch gut, oder? Ja, Wasser holen ist, glaube ich, erstmal ganz gut. Ich mache das in der nächsten Runde mit meiner interessanten Karte. Okay, 1, 2. Damit hat jeder seine Aktion ausgeführt. Und jetzt geht es natürlich darum, Essen zu verteilen. Was hast du gemacht? Ich habe gefischt auch. Achso. 2 Stück. Fische. 1, 2. Mhm. Okay. Und das heißt, jetzt wird uns jeweils 5 abgezogen von Wasser. Der Fischen. 1, 2, 3, 4, 5. Mhm. 1, 2, 3, 4, 5. Wo ist das jetzt? Auf der 9 oder auf der 8? Auf der 9. Okay.
Es wäre einfacher, wenn wir nur zu dritt wären. Das stimmt, ja, aber ich habe euch alle mittlerweile so ins Herz geschlossen. Ja, ich könnte mich wirklich nicht von einem verabschieden. Ich auch nicht. Könnte ich jetzt schon jemanden erschießen? Ja, also echt, du könntest jetzt jemanden schießen, wenn du eine Pistole und eine Patron hast. Der Startspieler wechselt auf die rechte Seite und du bist jetzt dran mit einer Wetterkarte aufdecken. Falsches Spiel. Was ist denn mit dauerhaften Karten? Kann man die bloß einmal einsetzen? Nee, die kannst du in jeder Runde einsetzen. In jeder Runde? Ja. Ah. Du musst die halt nur ausspielen mal, ne? Heißen die ja auch Wetterkarten oder hast du das wirklich verwechselt mit dem Raketenspiel gerade, ne? Nein, nein, nein. Heißt auch Wetterkarten? Ach, jetzt verstehe ich's. Man kann mehrfach Wasser holen. Ja. Ich dachte, das... Wie, was? Ich habe jetzt irgendwas umgedreht und das ist jetzt eine Palme. Das ist jetzt eine Palme. Ah. Leute, was machen wir? Ja, ich kenne mich ganz gut im Wald aus mittlerweile. Ich war da schon eine Weile und ich wäre weiterhin bereit, das Risiko für die Gruppe einzugehen. Wir erinnern uns. Musst du wieder als erstes entscheiden überhaupt? Oder? Nö, es kann auch wer anders anfangen. Oder du aber bin einfach der Selbstbewusste. Finde ich gut. Bist du der Anführer dann jetzt auch schon? Ich übernehme einfach ein bisschen das Risiko. Ich möchte mal erinnern, ja, sowohl Fischen als auch Wasser holen birgt kein Risiko. Das kein ist Risiko. Aber ich bin der Einzige, der bis jetzt Risiko eingegangen ist und ich möchte das auch weiterhin tun, weil diese Gruppe mir so wichtig ist. Ich würde gerne wieder weiter. Drei weitere Schritte gehen. Drei weitere Schritte. Ich finde, wir sollten so schnell es geht von dieser Insel gehen, damit wir auch gesundheitlich auch nicht belastet sind. Das ist natürlich ein Tanz mit dem Teufel. Mhm. Es ist ein Tanz mit dem Teufel. Drei ist ganz schön risky. Ja. Du hast eine Frage, Lars? Ja, wann kriegen wir jetzt ein Stück Flug? Wenn wir hier gelandet, wenn wir auf der 6 sind. Und wieso hat er dann, er muss doch jetzt nur eins machen. Kann das doch überrunden. Es geht ja weiter, oder? Es geht dann weiter. Ja, wir brauchen ja fünf los. Ja, aber wenn er jetzt krank ist, dann darf er nicht mal den Schritt gehen. Dann haben wir gar keinen, okay. Ach, wir haben aber eins haben wir schon dadurch, dass er gesagt hat, ich traue mich überhaupt zu gehen. Aber Moment, ich werde krank, bevor ich die Schritte gehe? Nein, nein, jetzt bist du noch nicht krank. Aber wenn du jetzt eine schwarze Kugel siehst, dann wirst du krank und darfst nicht. Und die drei darf er dann nicht? Nee. Das heißt eigentlich, ich ziehe jetzt einfach mal drei Kugeln und ich werde nicht. Reiche Leute werden nicht krank. Nee? Ich glaube, das stimmt. Achtung, hier sind die Kugeln. Ja! 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 Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Erinnert euch daran. So, eins, zwei, drei. Und wir dürfen die erste Floßkarte, das heißt, der erste dürfte theoretisch von der Insel. Bevor die andere. Ich weiß doch, wer jetzt schon wieder aufs Floß springt und nach Hause. Ohne euch doch nicht. Ja. Nein, ich lasse euch nicht zurück. Und die anderen müssen natürlich auch noch jeder eine Aktion ausführen. Und das sehen wir aber nach der Werbung. Deswegen verschnauft kurz, holt euch auch kurz ein Wasser und was zu essen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Willkommen zurück zu Almost Playly, noch euer Lieblings-Brettspielformat auf Rocket Beans TV. Bald aber nicht mehr, weil dann wird es anders heißen. Weiß ich nicht. Was habt ihr denn einen guten Namensvorschlag eigentlich? Das machen wir jetzt nicht vor der Kamera. Ich hab nämlich noch keinen. So. Ich bin dran, habe ich mir gerade überlegt. Okay. Ich würde gerne fischen gehen. Mhm. Denn Fische brauchen wir immer. Fische brauchen wir immer. Wie viele kann man maximal? Also was ist eine Kugel und es kann maximal drei. Es wird irgendein Wortspiel mit Brett werden, oder? Red zwei. Breakfast hatten wir schon. Zwei, sehr gut. Zwei. Eins, zwei. So, Andreas, hast du irgendwas? Ich würde mich mal als wahrscheinlich der bestmögliche Wassersammler outen, da ich eine Flasche habe. Hm. Und was in jeder kann Runde kann ich damit doppelt so viel Wasser sammeln. Oh, das finde ich gut. Und wir brauchen alle ja Wasser, den Wein dieser Insel. Und dementsprechend würde ich zwei Wasser sammeln. Das darf man den spielen und auch sammeln? Bitte? Ist es jetzt nicht seine Aktion schon, die Karte zu zücken? Nein. Er darf da jetzt auch noch die Aktion ausführen, ne? Ja. Dementsprechend würde ich zwei Wasser sammeln. Perfekt. Eins, zwei. Ich wollte ja auch noch eine Aktion machen, die kann ich jetzt noch kurz ballern, oder? Du kannst jederzeit, könnt ihr eure Karten spielen. Ich habe nämlich ein Holzbrett, was bedeutet, dass auf dem Floß ein Platz mehr ist. Das heißt, es können jetzt schon zwei Leute von der Insel. Oh, das ist doch schon mal gut. Das hat ja alle sehr nützlich für die ganze Gruppe. Wir sind schon mal gerettet. Genau, wunderbar. Ich kann mich schützen vor euren Schüssen. Ich würde sagen, ich habe ja schon bewiesen, dass ich ein guter Anfänger bin beim Angeln und werde jetzt beweisen, dass ich ein guter Fortgeschrittener beim Angeln bin. Ich habe jetzt von dem Dreh ein bisschen raus, ich kann besser angeln und würde nochmal angeln. Mhm. Ja. Willst du es mir hinhalten? Nicht alles selbst machen muss? Wie viel muss ich? Einen, ne? Eine. Gibt's auch Dreier? Ja. Sieht nicht nach einem Dreier aus. Ja, ich habe noch nicht so ganz viel raus. Ich weiß nicht, Lars. Er hat aber einer. Schon, oder? Also Lars hat bis jetzt am wenigsten geleistet für die Gruppe. Fisch. Oder? Lars, ich weiß es nicht. Ich gehe mal hier einen hoch und jetzt. Ich würde erstmal Fabian noch abwarten. Und
Ich würde sagen, wir brauchen ja immer Sachen, von denen wir vielleicht nicht wissen, dass wir sie brauchen. Deswegen gehe ich mal im Wrack tauchen. Aber die Wracksachen gehören dir dann alleine? Ja, die gehören mir dann alleine. Ist schon klar, dass wir dann sehr bald ein Nahrungsproblem bekommen. Und es ist auch wichtiger, ja, dass der Gruppenbesitz steigt. Das Wichtigste ist jetzt erstmal Nahrung. Was soll da schon drin sein in so einem Wrack? Was erhoffst du dir denn? Ja, zum Beispiel Nahrung liegt dann ja wieder der Gruppe zufügen. Aber du kannst ja auch angeln gehen. Da kriegst du vielleicht sogar zwei oder drei. Ja. Ja. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt keinen Sinn, ey, Zeit für diese Alleingänge haben an der Stelle. Okay. Ja, mach das doch ruhig. Mach das Nein. Du willst nur von dir ablenken, weil du ja gerade sehr extrem fischst. Okay, dann würde ich auch fischen gehen. Ich gehe auch fischen. Du willst nur dich aus der Schussbahn ziehen, Lars. Und merkt ihr das alle? Merkt ihr das alle? Wie er gerne mir den schwarzen Peter zuschieben will? Naja, dann zieh jetzt einfach zwei oder drei Fische, dann hat er immer noch den schwarzen Peter. Und nichts anderes tue ich mit zwei Fischen. Na, wunderbar. Also der Fabian, schön, verlässlich bringt er das Abendessen nach Hause. Für mich eines der Top 5 Mitglieder dieser Gruppe. Jetzt wieder zurück in den Top 5. Okay. Nur nochmal daran erinnern zumindest, dass das schon mit einem Bein im Wrack war, um sich ein Sandwich daraus für sich selbst zu holen. Und du hast ihn eben nochmal ermuntert, das doch zu machen. Ja, ich habe gesagt, er muss das selbst wissen. Er muss das selbst. Aber darf man Karten noch handeln untereinander? Ja, du darfst dem Spieler auch eine Karte geben und sagen, hier, hier hast du dann irgendwas Cooles und dann ist es aber nichts, was Nutzloses oder so. Kannst du natürlich auch machen. Das wäre aber Verrat. Und kann man so viele Karten in einer Runde spielen, wie man möchte? Du kannst so viele Karten spielen, wie du willst. Achso, ziehen wir eigentlich eine neue, wenn wir eine gespielt haben? Nein. Eine neue Karte? Nein. Okay. So, jetzt wird natürlich wieder Nahrung und Wasser verteilt. Also 1, 2, 3, oh, da hat aber jemand Hunger da am anderen Ende. 1, 2, 3, 4, 5. So. Ja, vielleicht sollten wir einfach noch mal ein bisschen Holz sammeln. Ja. Naja, wir können schon zwei Leute von diesem Floß runter. Wir verhungern in der nächsten Runde. Aber wir haben in der nächsten richtig Runde viele sind wir doch erst bei 1. Nee, bei, ja, bei 1 sind wir dann vorsichtig, erst. Vorsichtig, ja. Leute. Das ist ein billiger Angriff hier. Wir sind genug Leute, um auch wieder unsere Rationen aufzufüllen. Wenn wir zwei Leute von der Insel karren, würde sich doch auch die Nahrungsbelastung reduzieren für alle. Würde es nicht an der Stelle Sinn machen, dass wir uns aufteilen? Mal ganz kurz, die Sendung tritt mal ganz kurz in den Hintergrund. Ja. Aber ich glaube, für das Wohl der Gruppe. Ja, will ich auch sagen, ja. Gut. Denn, lasst euch nicht irritieren, wir haben immer noch zwei große Sorgen, das sind Nahrung und Wasser. Was sagt denn das Wetter? Ja, das Wetter. Das drehst du jetzt um, ne? Genau, das sagt null Wasser. Shit. Das heißt, Wasser sammeln macht keinen Sinn. Dann muss ich angeln. Denn alles andere wäre Hanebüchen. Kannst ja auch Holz sammeln. Warum? Sollen wir Holz fressen heute Abend? Antworte. Aber wir können auch Feuer machen mit Holz. Ich trage das ganze Risiko der Kugel. Wie viel muss ich jetzt ziehen oder kann ich ziehen? Einen. Beim Angeln? Einen nur? Ja. Oh, shit. Ist da überhaupt eine Schwarze drin? Wir haben noch keine Schwarze gesehen. Zwei Fische. Na, also irgendwie kriegen es alle hin, du Lars. Komisch. Lars. Ich gebe gerne zu, dass ich mich bisher ein wenig doof amateurhaft angestellt. Aber könnte es sein, dass durch das du so ein altruistischer Typ bist, dass du gar keine gar keine Würmer an die Angelhaken machst, weil du es nicht sehen kannst, dass diese Tiere an dem Angelhaken sterben? Wann ist ein altruistischer Typ? Also, nein, ich bin von der Entwicklungshilfe, das hast du vielleicht in deinem Leben gesehen, mit deinen toten Verwandten, aber gut, dann mach mal hier mal den Sack auf. Meine Frau ist vorgestern gestorben. Ja gut, die ist nicht tot, das wissen wir. Du hast gestern signalisiert, dass du bereit bist für eine offene Beziehung. Das hätte sie so gewollt. Offene Beziehung habe ich nichts von gesagt. Das hätte sie so gewollt. Für eine neue, habe ich offen gesagt? Ja. Reflex. Okay, zwei. Zwei, lass uns zwei. Ja, ich habe darüber auch gar nicht gesprochen, weil es war bisher einfach nicht in Ordnung, was ich gemacht habe. So, ich möchte, bevor ich meinen offiziellen Zug mache, möchte ich euch gerne erschießen. Möchte ich euch gerne zeigen, wie sehr ich daran interessiert bin, dass es dieser Gruppe gut geht. Deswegen spendiere ich eine Kokosnuss, die für 3 Rationen Wasser zählt. 1, 2, 3. Ja. Finde ich gut. Sehr gut. Finde ich gut. Ich wusste nicht, dass es Götter auf dieser Insel gibt. Ja. Sehr gut. Was kannst du noch von mir? So, ja, jetzt kann ich wieder auf den Weg machen. Ich kann mich noch, ich kann mich jetzt, ich habe, das ist ja keine Aktion gewesen. Das heißt, ich kann noch, das war ja nur eine Karte ablegen. Ich habe mich nur ein bisschen gepleased. Nur mal bisschen. Ja, und deswegen gehe ich jetzt nämlich auch noch kurz Holz sammeln für die Gruppe. Mhm. Ich gehe einen vorwärts. Was willst du denn Holz sammeln? Wir sind nächste Woche schon wieder Problem. Wir haben noch nächste Runde das nächste Problem. Wie viel wir sammeln können potenziell. Ja, aber nächste Runde sind wir ja noch super geschützt. Nur überhaupt nicht. Du musst immer 2 Runden vorausdenken hier.
Dann ist einmal wieder eine Wasserflaute. Was wollt ihr denn, wie groß soll das Haus denn noch sein? Wir sind ja auch noch dran. Die sind der baut auf jeden Fall wieder ein Holz. Das muss so groß sein, dass sie alle von der Insel. Du gehst nur einen Schritt. Ich gehe einen Schritt und würde noch eine Kugel ziehen. Der geht doch also du gehst zwei Schritte. Ja, wenn es keine schwarze ist. Zwei. Also. Was macht er jetzt? Holz? Ich hole das Holz. Macht sein eigenes Ding. Ja, nein, 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 ich will nicht so mein eigenes Ding. Mach ruhig, mach ruhig. Wir sind die Nahrungsfront und haben da was dagegen, aber gut, wenn die Boden. Die Nahrungsfront nimmt kein Risiko auf sich. Ich möchte das nochmal wiederholen. Ja, du hast das schönste Boot, aber bist mit Morbidius Sklerose. Ich gehe da jeden Abend raus. Hast du eine Ahnung, was da ist auf der Insel? Ich habe deinen Papageien leider nicht gefunden. Sicher? Aber das ist doch schon sehr heroisch. Ja, danke. Und woher kommt die jetzt, Feder? Ich gehe jetzt Holz sammeln und ich will nicht sagen, dass das egoistisch ist, weil, wie Florentin schon richtig bezeichnet hat, es ist unfassbar gefährlich nach Holz. Ja und? Ja und? Ja, wir müssen doch irgendwie hier runter. Du bist ein Adrenalin-Junkie, cool. Wir haben nächste Woche ein Riesenproblem. Wollen wir hier weg oder nicht? Ich zieh jetzt hier die Kugel. Ich will leben. Nein, kann noch eine Woche hier bleiben. Bin ich so wichtig. Oh, Fabian. Die Chance war 1:6. Das war bitter. Ich habe die schwarze Kugel gezogen, das heißt, ich bin krank. Ich muss mir hier eine Schlange vor mich legen. Aber du machst einen Schritt. Ich habe genau, der eine Schritt gilt nach wie vor. Und ich darf jetzt an der schon bizarr, dass das Symbol für Krankheit auch das für Verrat ist. Aber im Kranken können wir uns ja gut leisten hier. Genau. Wir haben ja genug zu essen und zu trinken. Ne? Also ich werde jetzt erstmal... Wir sind einen Schritt nach vorne gekommen, ja? Eine Ration Nahrung ausspielen. Scheiße, wir sind jetzt schon bei den Ereigniskarten. So, die kommt dann weg. Und eine Ration Wasser. Okay. Und jetzt habe ich aber relativ wenig nur noch auf der Hand, deswegen plündere ich hier mal dieses Schiff. Okay, ganz kurz. Du tauchst zum Wrack? Ja. Ja. Sie hat aber natürlich uns diese Nahrung spendiert, die sie... Hätte sie auch machen können, in eine Abstimmung ziehen können und dann sagen können, ach, hier habe ich aber noch eine Beefy in meiner Hosentasche. Mhm. Und das macht sie nicht, sondern sie spendiert es im Vorfeld der Gruppe. Darf man nicht vergessen. Genau, danke, dass du daran noch mal aufgepasst. Ja. Okay. Was hast du denn gezogen? Das werdet ihr in den nächsten Runden sehen. Mhm. Okay, Florentin? Geheimniskämmerei. Ja, also ich, wie gesagt, unser größtes Ziel ist es, von dieser Insel wegzukommen. Dafür brauchen wir Holz. Ich arbeite am langfristigen Ziel. Ich habe das große Ganze vor Augen und stopfe nicht den ganzen Tag das Maul voll, um den nächsten Tag zu überleben. Ich will hier langfristig weg. Ich will meine Kinder beerdigen. Ich will eine neue Beziehung anfangen. Das funktioniert hier noch nicht so ganz gut. Ich brauche mein Reichtum, ich brauche meine materiellen Güter, ja, das, um eine Dame zu umwerben. Nur mal und deswegen ganz kurz, muss ich hier weg. Um das richtig zu hören, wir stopfen dir das Maul voll momentan. Ne? Nicht wir stopfen uns das Maul voll, weil momentan hast du noch jeden Abend was gegessen. Mhm. Lars, also Andreas, ja. Und du bist sehr hungrig, wenn du abends aus dem Wald zurückkommst. Ja, allerdings, weil ich schufte den ganzen Tag. Mhm. Angeln, hallo, das machen Leute als Hobby. Darf ich ganz kurz noch was sagen? Ja, Lars, was willst du gegen mich sagen? Lars, ihr bezeichnet euch ja gerne als Nahrungsfront, aber Lars schwimmt da auch ganz gerne in der Bugwelle von Andreas Linkschmidt, weil Lars hat noch nicht richtig viel was zu tun. Na, Moment, ich habe eine Anglerfamilie, muss man sagen. Ganz kurz. Junger Mann, Sie sind jung und noch du gehst einen weiter? Und ich kann das auch verkraften, dass Sie mich mal angreifen. Mhm. Aber ich habe bereits 4 Fische für dieses Lager geholt. Das sind 4 Portionen für jeden von uns. Ich weiß nicht, was in 3 Tagen. Du hast 3 Rationen für dich. Ich habe schon 3 Portionen. Eine für die Gruppe. Du hättest kein einziges Mal in den Wald gehen können ohne meine Fische. Ich gehe in den Wald, gehe wieder 3 Schritte, ich will hier weg. Und bitte schon noch einen Kranken, da haben wir's. Da. Shit. Okay. Krankheit. Auch bei Florentin liegt jetzt ein... Das ist nun mal das Risiko, dass man eingeht. Ja. Als Waldsammler. Wir brauchen keinen Katamaran. Wir brauchen ein einfaches Floß. Ja? Wir haben momentan 2 von 5. Okay, das heißt, wir essen alle was und wir trinken alle was und wir haben 2 Leute, die jetzt nichts machen können. Moment, aber ganz kurz, kann ich nur eine Karte spielen? Ja, ich habe doch noch gar nicht meine Aktion gebracht, oder? Weil wenn ihr nämlich... Warte kurz, was, nacheinander, was hast du gesagt? Was? Na, er ist ja erstmal noch dran, deswegen erstmal seine Frage. Ja. Er will noch. Ich lasse mir das nicht länger gefallen von euch hier, von wegen. Warte ganz kurz. Ihr sammelt die Nahrung. Was?
Du bist ja jetzt krank. Du willst jetzt eine Karte spielen? Ja, geht nicht. Geht nicht? Ich glaube, das geht nicht. Einen Moment. Es ist auch überbrückt recht mal ganz nah kurz das Gespräch am Lagerfeuer. Ja, es ist eben bei Ihnen eine fiese Aktion gewesen. Also, wo man nicht krank wird, ist zum Beispiel beim Fischen. Wow, er wollte gerade einen erschießen? Nein. Hat er gerade zugegeben, dass er uns ermorden wollte? Nein. Das wäre eine fiese Aktion gewesen. Ja, weil sie so ein bisschen. Ja, du wolltest uns erschießen. Du wolltest abhauen. Ja. Nein. Weißt du was? Mein Graupapa. Nee, kann keine Karte spielen. Okay. Vielleicht in der nächsten. Ja, weil ich habe eine Karte, die mich krank macht. Da dachte ich, wenn ich schon krank bin, spiele ich die. Aber die hätte er ja auch vorher schon dann spielen können, ne, bevor er zieht. Ja. Mhm. Ja, kann man Karten eigentlich auch ablegen? Oder gibt es eine maximale Anzahl an Handkarten? Nein. Beides nicht, okay. Das heißt, Florentin müsste die Karte nicht spielen. Nee, er müsste sie nicht spielen, ja. Aber wie gesagt, wir haben ja vorhin gesagt, ne, wer in den Wald geht, nimmt das Risiko der Gruppe auf sich. Aber ihr habt ja gesagt, solidarisch, wollt ihr da hinter mir stehen. Ich weiß nur nicht, ob wir einen Risiko-Junkie brauchen, der einfach in jeder Runde das hohe der mittlerweile Risiko schon ein ganzes Floß für dich zusammengezimmert hat. Hallo? Schön. Hast du eigentlich schon was gemacht? Ich glaube nicht. Ich würde jetzt aber gerne wieder fischen gehen. Okay, dann bitte. Dann zeig Können wir das mal in der Reihe machen, weil ich weiß wirklich nicht mehr so hundertprozentig, ob ich meine Aktion habe. Ich glaube, das war eine Aktion davor, ne? Hm. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht mehr genau. Also ich habe zweimal einen und einmal zwei gezogen. Ja. Das heißt, ich habe schon drei Aktionen gemacht. Wie viel habt ihr schon gemacht? Das weiß ich nicht mehr. Weiß ich auch nicht, aber ich glaube, du hast noch eine. Du hast noch eine. Ich weiß nicht. Schreibt in die Kommentare, ob er noch eine hatte. Drei! So. Okay. Aber schwarz. Gut. Ich mache das gerne für die Gruppe. Ach so. Okay. Ja, mittlerweile ist er gut. Auch wichtig für die Kranken unter uns. Danke. So, jetzt ein bisschen übernommen haben. Wird die Nahrung verteilt. 1, 2, 3, 4, 5 Wasser. 1, 2, 3, 4, 5 Nahrung. Wir sind jetzt bei 9 Nahrung und bei 5 Wasser. Florentin ist jetzt der Startspieler. Aha. Und deck mal eine Wetterkarte auf. Oh nein, bitte. Ah, guck mal. Oh, überhaupt kein Problem, aber ich bin krank, ich kann nichts machen. Du kannst nichts machen. Ich gehe. Achso. Oder so rum? Mir egal. Ja, lass uns mal eine Reihe. Ja, also dann du, Andreas. Also ich würde natürlich wieder Wasser sammeln. Das würde ich auch sagen. Ja. Das wären dann 4 Wasser für die Gruppe. Ich wiederhole 4 Wasser für die Gruppe. Das ist richtig schön. Du bist guter. Okay. Richtig guter. Fast ein ganzer 1, Tag. 2, 3, 4. Okay. Und was macht Lars? Ich würde, ich bin ja mittlerweile der Angler. Der professionelle Angler, also würde ich wieder angeln gehen. Mhm. Aber dieser Fisch, ey, seit 3 Tagen. Macht sich krank. Irgendwie so ein Abschluss. Ja, jetzt ist. Ich habe halt schon auch einige Fische aus dem Meer gezogen. Raus, ne? Ja, klar. Okay. Überfischung ist ein Riesenproblem, ne? Ein Nahrung. Lisa? Du bist dran, wenn wir die Reihenfolge einhalten. Ich bin aber auch krank. Ach, du bist auch krank? Ja. Ich nehme mit 2 Wasser. Okay. Dann sind wir hier bei 11. Florentin und ich verlieren unsere Krankheit. Echt? Aber sicher? Warst du zwei Runden krank? Ja. Genau, aber es war vor Ende der Runde bist du krank geworden. Das heißt, du bist in der Laufenden und jetzt bist du wieder gesund. Und jetzt folgt die Verteilung. Mhm. Nein, Florentin wurde in der letzten Runde ja krank. Ja. Dann wurde Nahrung abgezogen. Dann ist er die komplette Runde weiter krank bis zur Nahrungsverteilung. Okay. So. Dann verlieren wir wieder hier. Nee. Lisa ist dran. Achso. 1, 2, 3, 4, 5. Und 1, 2, 3, 4, 5. Ich frage mich, ob wir taktisch wirklich irgendwas noch deutlich falsch machen, weil die Felder so weit gehen. Müssten wir nicht viel weiter hier landen? Ja, aber es kann ja auch sein, dass man das mit 12 Spielern spielt. Ja, wir müssten halt am Anfang mehr erstmal auf Nahrung und Wasser gehen, um diese Ressourcen zu sichern. Stimmt, das weiß jeder, der schon mal auch ein Computerspiel gespielt hat. Genau. Ja. Man muss am langfristigen Ziel arbeiten. Die Basic. Ja, und dann wie lange soll das gehen? Wochenlang und dann kommen wir nie weg. Schüssigen Ressourcen hat, das wird reingesteckt. Das Verhältnis ist gerade hier, dass die Hälfte im Wald rumsiniert und den Verlust der Familie noch beklagt und dann aber mit einem halben Baumstamm abends zurückkommt. Hart, aber fair. Gut, war Andreas, ein bisschen drüber, ich bin auch emotional auf dieser Insel. Dann guck ich mal, wie das Wetter ist. 3. Oh. Und dann würde ich dich bitten, in deiner Funktion als Wasserträger mal direkt zu entscheiden, was du jetzt für den Grundstock der Gruppe tun willst. Sehr gerne würde ich natürlich 6 Wasser. Wow. Hammer. Das ist nur akquirieren. Um das Aqua-Wortspiel nochmal zu bemühen. 4, 5, 6. Und kann man jetzt nicht die 3 auch noch hier? Nee, das war bisher nie so, ne? Nee. So, Andreas war jetzt erst dran, jetzt ist Lars dran. Lars, was bist du denn für die. Was glaubt ihr denn? Ich hab doch die Route schon in der Hand. Ja, du wirst jetzt wahrscheinlich wieder deinen alten Bücherwurm da mit an Angelhaken raus. Ja, guck mal hier. 1. Okay.
müssen alle auf Nahrung gehen, Leute. Leute, müssen wir auf Nahrung gehen oder sollen wir das Floß weiterbauen? Natürlich müssen wir auf Nahrung gehen. Was ist das für eine Frage hier? Wir werden gerade fast gestorben in der nächsten Sonst müssen wir uns drei Leute hier gleich erschießen. Aber es könnte ja auch sein, dass jetzt demnächst beim Wetter der Hurricane gezogen wird. Dann müssen wir alle runter von der Insel und dann haben wir nur zwei Leute, die aufs Floß können. Da müssen auch noch drei erschossen werden. Es gibt einen Hurricane. Ich weiß nicht, wie viele. Ein Hurricane? Ja, es gibt einen Hurricane und wenn der kommt, müssen wir am Ende der Runde von der Insel fliehen. Das heißt, die Chance ist gerade 1 zu 20, dass drei von uns erschossen werden, ist viel realer. Kannst du gegensteuern, wenn jetzt gleich die Hurricane-Karte kommt. Natürlich brauchen wir Essen. Okay, dann gehe ich natürlich auch fischen. Komm schon, ich hab's dir beigebracht. Ja, klar. Was hast du? Einen. Wow. Was beim falschen Lehrer. Ja, ich gehe auch mal angeln, aber ich hätte noch eine Frage. Dürfen wir wissen, was für weitere Kartenfeature es noch so gibt? Also gibt es theoretisch, wenn man zieht, die Chance, viel mehr Essen zu kriegen, als einen Fisch, den man random hier aus dem Beutel ziehen kann? Ich kann mir auch vorstellen, dass da geile Sachen drin sind, oder? Da sind auch geile Sachen drin, aber nicht nur. Da sind auch scheiße Racks drin. Ich finde, das ist ein super Punkt. Ja. Das ist ein super Punkt, weil wir merken ja zum Beispiel an Andreas Flasche, wie wahnsinnig nützlich das ist, dass wir langfristig wichtige Werkzeuge auch sammeln. Deswegen würde ich mich heute mal ins Wrack machen. Aber natürlich, als deiner Ausgleich, dass ich zumindest heute nicht für mich jagen muss, würde ich natürlich beisteuern, eine Ration. Aber erst nachdem ich auf dem Wrack war. Und krank geworden bist. Oh. Okay. Und zwar würde ich heute sponsern eine Delikatesse. Da, wo ich herkomme, ist das eine Delikatesse. Ein verdorbener Fisch. Gebe ich einmal in die Runde. Was sagt macht mich leider krank, aber es ist eine Ration Essen für euch. Es macht dich krank? Okay. Krank, also wir kriegen einmal Nahrung. Die Karte kommt hier auf den Ablagestapel. Ganz schön smart. Sie sind ein schlauer Typ, ne? Ja. Habe ich das Gefühl. Das ist ja nett, aber du bist schon relativ lange krank gewesen hier bei unserem Projekt. Wie gesagt, Runde wieder komplett aus, kannst also nichts für das Gemeinwohl beitragen. Aber ich habe mich selber versorgt. Mhm. Versorg mich doch selber. Schön. Ach so, dann nehme ich die 6 Wasser für mich, dann habe ich ja Überschuss, ne? So, hat jeder jetzt einmal was gemacht? Ja. Du bist dran. Völlig nutzlos. Okay, jetzt müssen wir erstmal wieder verteilen. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Und ich decke die nächste Wasserkarte. Come on. 1. Ach, Leute. Wir müssen hier schon langsam echt runter. Ja. Das Wetter schwankt. Okay, Leute, ich gehe fischen. Ich sorge natürlich für ordentlich Nahrung in dieser Gruppe hier. Mhm. Wir sehen uns dann heute Abend, ne? Ich habe einmal Nahrung. Das ist nicht viel. Leute, ihr wisst doch, wie tief der Hecht steht, Mensch. Ja, gibt's da sowas wie eine Superangel? Es gibt auf jeden Fall sowas wie 3 Nahrung oder so. Sowas gibt's schon im Wrack. Aber es gibt halt auch die Pistole im Wrack. Es gibt auch die Patronen im Frack. Es gibt wirklich komplett nutzlosen Scheiße. Es gibt auch komplett nutzlosen. Wie viele Karten sind es denn noch? Naja, die liegt ja nicht ganz unten, die liegt irgendwo. Naja, aber den Wahrscheinlitätsberechnung. Ach so. Das heißt, wir haben jetzt hier schon eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 6, dass jetzt der Hurricane kommt. Ja. Ist das so? Ja, wir haben noch 6 Karten. So. Das heißt, ist das Spiel dann auch vorbei oder werden die nochmal neu gemischt? Nee, ist dann ja vorbei, weil der Hurricane kommt. Ja. Ich finde, wir sollten jetzt wirklich langsam. Das ist doof, darf keine Karten spielen, ne? Scheiße. Also, ich würde. Dann tatsächlich nochmal also einmal würde ich sagen, bisher habe ich auch nicht viel mehr gemacht, als einer Nahrung beizusteuern durch mein Angeln. Ja. Jetzt möchte ich dieses Sandwich hier in die Runde geben. Und was machst du dann jetzt aber nochmal ein bisschen Holz sammeln. Mhm. Okay. Sehr gut. Finde ich jetzt gut. Sind wir nämlich. Das heißt, wir gehen einen weiter und du darfst in wie viel Meter oder wie viel. Gehst du noch in den Wald? Also durch meine mathematische Berechnung, dass wir in einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 6 demnächst weg müssen, muss ich ein hohes Risiko eingehen. Sehr gut. Und holst 5? 3. Ah. Ach, geht 5 auch? Ja, klar. Das sind ja 6 Kugeln drin. 6? Jesus, nee, nehme ich 3. Ja. Da ist es nicht. Ja! Yes! Lars, du kannst es. Okay. Langsam gefällt er mir. 1, 2, 3 und wir kriegen die zweite Floßkarte. Das heißt, aktueller Stand ist mit Lisas Karte, es dürften 3 von der Insel. Wollen wir da nicht einfach 3 drauflegen, damit wir das wissen und die ablegen? Können wir auch machen. Ich finde es faszinierend, wie viele Floßkarten es gibt. Ja. Wie man das dann zu 20 sieht. So, 3 können aktuell von der Insel fliehen. Denkt aber dran, theoretisch können 3. Jeder braucht auch Nahrung. Ja. Aber eine Ration auch für die Fahrt. Ja.
Ja, selber gucken. Okay. Es musste die doppelte Anzahl da sozusagen sein. Ja, okay. Lars, du hast deine Aktion gemacht, ich habe meine Aktion gemacht. Ich bin dran. Nee, Andreas ist dann dran. Ach so, ja. Oh, ich muss mir aber die Nase... Ja, eigentlich die Safety-Variante wäre natürlich zwei Wasser. Mhm. Mit der Flasche hast du immer noch die beste Option, das zu tun. Ja, ja. Weil... Eigentlich schon. Wir werden halt nicht auf... aber wir kommen so oder so in die Bredouille. Weil Florentin kann nichts mehr machen, ne? Und dann ist nur noch Lisa, ne? Ist richtig? Florentin kann nichts machen, ja. Weil mal wieder krank. Hm. Naja. Ich würde dann wohl erstmal Wasser sammeln. Okay. Nichts anderes. Finde ich gut. Eins, zwei. Finde das in Ordnung. Lisa? Ich würde es Lars gleich tun und ein Sandwich für die Runde spendieren. Schön. Okay. Das reicht natürlich nicht, ne? Und Holz holen. Und Holz holen, okay. Ja, wir müssen doch runterkommen, oder nicht? Ja. Und ja, zumindest wenn wir uns darum kümmern, dass alle von der Insel gehen sollen, dann müssen wir weiter Holz holen, ja. Würdest du was anderes vorschlagen? Ja, eben. Was ist das denn jetzt hier gerade schon für eine Rechnung? Was ist das denn gerade? Naja, drei könnten... Nee, Moment mal, sag doch mal, was du jetzt gerade sagen wolltest. Na, drei könnten ja von der Insel gerade schon gehen. Ja, aber wir wollen doch alle zusammen von der Insel gehen. Willst du sehen, dass zwei sterben? Ja, wir brauchen noch vier. Ungern. Wieso vier? Was ist das denn jetzt? Also, weißt du nicht, was bis dahin noch passiert? Also ich würde mal zwei Schritte wagen. Bin noch nie so kurz vor Ende gestorben bei so einem Spiel. Oh. Nein! Oh. Hattest du mich den einen schon vorgesetzt, weil ich mich rausgetraut habe? Ja, ne? Leider, ja. Das vielleicht auch nicht? Doch, doch. Okay. Tut mir leid. Okay. Kein Problem. Damit das war unfortunate. Okay. Damit ist Lisa raus und ich gebe den Startspieler weiter an Lars. Lars, ja, und Deck. Nahrung und Wasser. Ah, ja, ja. Und jetzt Wasser. Doch. Jetzt geht's nämlich los. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Also das heißt, wenn wir jetzt nichts machen würden, dann... Und wenn jetzt der Hurricane kommt, können sowieso nur... Ja, dann, drei, das müssen drei. Wir dann am Ende der Runde gucken. Wie ist gesund? Ja, aber halt... Achso, ah, okay, für gesund, die Runde. Ja, verstehe. Kann ich umdenken? Ja. Drei. Drei. Oh. Das kann aber auch eine Vorwarnung für einen Hurricane sein, ne? Leute. Ja. So viel Regen. Ja. Aber ist das geil, oder nicht? Ja, klar. Freuen wir uns auch drüber. So. Ich fange an, oder was? Nee. Also doch, Wasser? Doch, Lars fängt an. Oder? Lars fängt an. Ich würde nochmal eine Runde angeln gehen. Okay. Dann ziehen wir bitte eine Kugel. Da ist ein großer. Oh, geil. Ein Dreier. Richtig großer. Sehr schön. Sehr gut. Witzig. Eins, zwei, ein Wal habe ich gerade gezogen. Andreas. Wasser, oder? Ja, Wasser, oder? Rosé. Oh, Andreas, Wasser. Komm. Das ist halt der Fluch des Talents. Ja. Sechsmal Wasser, bitteschön. Eins, danke dir. Zwei, drei, danke. Vier, fünf, ich bin sechs. Sehr durstig. Also, wir müssen, natürlich, ich habe einige Blessuren hier abbekommen, aber das ist weiter in den Augen. Wir müssen hier alle runter. Und wie gesagt, er hat schon gesagt, wenn es nur um mich ginge, ich habe genug Flöße für mich selber. Ja, wir könnten. Wäre vielleicht hier auch weg. Ganz romantisch, so ein kleiner Segeltörn aus dem Floß. Ja, natürlich. Ja, klar. Aber das machen wir nicht. Also wir drei. Weil wir die ganze Gruppe hier runter wollen. Deswegen stelle ich erneut meinen Kopf hier in die Schlinge, um euch hier von der Insel zu holen. Mhm. Ich gehe wieder in den Wald. Und nicht hier zwei. Nee, mach mal drei hier. Nicht wieder krank werden, ne? Das ist alles aufs Spiel. Glaubst du, es ist angenehm, krank zu sein, oder was? Naja, du musst ja nichts machen dann. Ohne in der ärztliche Runde. Versorgung. Also, das ist ja wirklich lächerlich. Hier, bitteschön. Yes! Sehr gut. So nämlich. Guter Krieger. Eins, zwei, drei. Wir kommen hier alle Leben runter! Wunderbar. Ich hab nie an dir gezweifelt. Nee. Mochte ihn von Anfang an, mag seine Art. Mag das ja, wenn so Typen auch mit dabei sind in der Gruppe. Lisa darf nichts machen und ich glaube, es ist sinnvoll, jetzt angeln zu gehen. In der Tat. Man richtig gut. Ja, weiß ich nicht. Aber jetzt, wo es so regnet? Im Ernst, ich meine, drei ist das Beste, was es gibt. Und wir haben noch genug Nahrung in der Runde. Also willst du nicht jetzt lieber drei Nahrung, damit wir in der nächsten Runde... Bei Nahrung kann man jede Runde gleich fangen. Ist nur das, Wasser ändert sich. Ist, ich glaub, die, es ist das die allgemeine also Meinung? Also ich kann die Argumentation schon verstehen. Wir müssen nur dran denken, dass jetzt mit einer Wahrscheinlichkeit von 20% ein Hurricane kommt beim nächsten Mal. Und 20%? Wir dann ja... Nahrung brauchen. Ich weiß es nicht. Wie viele Floße haben wir jetzt? Drei. Drei. Ja. Kurz vor vier. Und von uns braucht jeder eine Nahrung
Und ein Trinken, um auf das Floß zu kommen? Ja. Das heißt, wir müssen bei beiden bei 5 stehen 6. nach der Abstimmung. Genau, also wir brauchen halt eigentlich immer um die 10 für beide. Naja, er hat schon nicht unrecht. Aber dann würde ich eher sagen... 10 Fische können wir eh nicht erreichen. Und da würde ich lieber nochmal Wasser nehmen und dann machen wir halt nächste Runde, gehen halt 4 Fischen und er holt weiter sein Wasser. Dann lass uns Wasser holen. Okay. Ich hole Wasser. 1, 2, 3. Das war die letzte Aktion. Lisa ist wieder heilt. Erholt. So, und wir teilen wieder auf. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Das ist sehr schlecht nachvollziehbar. Das ist halt direkt ein Feld vor neuem Fluss. Ja. Und wie dieses Spiel ausgeht, das seht ihr nach der Werbung. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück bei Almost Playly. Wir legen gleich weiter. Wir machen gleich weiter. Und war ich das letzte Mal Schachspieler? Oder nee, ich war. Du, also ist jetzt Andreas dran? Schon wieder? Moment. Ihr wart doch alle schon lange nicht mehr dran da vorne. Wir brauchen ja andere Fakten, Freunde. Doch. Ja? Das passt. Also, das heißt, Andreas deckt, bevor überhaupt irgendwas gespielt wird, wird jetzt erstmal eine Wetterkarte aufgedeckt und es ist. Es ist soweit. Oh oh. Nein, Leute. Oh, es ist soweit. Aber zwei? Was heißt das? Hurricane. Das heißt, wir müssen bis Ende der Runde von dieser Insel. Okay, dann hole ich jetzt noch einmal Holz, was heißt damit wir auf jeden Fall 4 Floße haben. Damit hier 4 runterkommen. 4 Floße, ich gehe noch einmal Holz suchen, dann haben wir auf jeden Fall 4. Nein, muss halt einer raus. Ganz realistisch, wir werden nur zu dritt von dieser Insel gehen. Warum? Wir sind eins Nahrung, vor vier. Nahrung. Ja, wenn wir aber ich habe jetzt hier nicht geschuftet, damit wir einen Fluss zurücklassen, Freunde. Das ist ja Quatsch. Ja. Wieso? Haben wir nicht vielleicht Nahrung, noch jeder Nahrung? Ein bisschen Nahrung auf der Hand? Jeder von uns muss überhaupt, um mitfahren zu können, eine Nahrung mitnehmen. Das heißt, wir brauchen 5 Nahrung. Naja, sogar eigentlich 10, denn es wird noch einmal auf der Insel gegessen, ne? Wir brauchen 8 Nahrung am Ende der Runde. Können wir nicht vor wir holen es los? Nee, wir können erst nach der Ende der Runde los. Aber guck mal, wir haben noch 8 Wasser. Ich hol Holz, die anderen 4 gehen fischen. Wir schaffen es doch bei 4 Fischen, schaffen wir es doch, 8 Fische zu fangen. Das kriegen wir doch hin. Und dann haben wir 8 Nahrung und 8 Wasser und 4 Floße. Und dann können 4 die Insel verlassen. Mhm. Ganz kurz nur für dich, wenn es jetzt dazu kommen sollte, dass du krank wirst, während du das Holz holst, darfst du nicht mit abstimmen gleich, ne? Aber wie Das Risiko? Das ist one for the team. Ja. Ich will, dass hier 4... Ich lasse hier so wenig Leute zurück, wie es nötig ist. Mittlerweile glaube ich wirklich, dass du einfach ein guter Bootsbauer bist. Absolut. Und gar keine schlechten Gedanken hast. Also, ich würde hier vorausgehen, ich würde erstmal ganz gern eine Aktionskarte spielen, und zwar den Wecker. Ganz kurz, wir beginnen jetzt bei Florentin, obwohl eigentlich Andreas als erster dran wäre, ne? Nur Florentin ist der erste Spieler, der jetzt gerade was macht. Das habe ich nicht verstanden, weil ich kann den Startspieler in der nächsten Runde festlegen, was ich nie verstanden habe, was daran der Vorteil ist. Aber da es keine nächste Runde gibt, hau ich den mal raus. Und ich würde Holz suchen. Ich glaube, derjenige, der diesen Dings hat, kann auch über irgendwas abstimmen. Genau, oder? Derjenige, der Startspieler ist, darf, wenn Gleichstand ist, bestimmen. Ach so, das wusste ich nicht. Ja. Dann möchte ich, dass Lisa die nächste Startspielerin macht. Danke. Die nächste, nächsten Runde. Es wird halt keine nächste Runde geben, aber als Zeichen ist gut, als Hochzeitsgeschenk. Okay. Okay, also ich ziehe noch aber ein wir Holz. Machen jetzt was und ein letztes Mal in den Holz, ist auch alles sehr nass, es ist Hurricane und. Ja, wunderbar. Wir hätten aber einen bekommen, ne? Zack. Genau, das heißt, wir kriegen eine und wir können jetzt... Also es können jetzt 4 Leute von der Insel. Fantastisch. Das spricht dafür, dass... Wir sind noch 5, aber... Wieso ist das dann fantastisch? Besser als 3. Besser als 3. Ein zurücklassen. Also, ich würde auf jeden Fall fischen gehen. Richtig? Ja. Müssen wir alle jetzt. Naja, die Frage ist ja, ob Andreas mit seinem Wasser noch einmal mehr Wasser... Ach nee, wir sind ja eh nur zu viert. Nee, dann... Ja, macht keinen Sinn. Wir sind doch noch zu 5, Leute. Wieso sprecht ihr denn das alles schon? Ist das vorbei, oder? Oh, ich habe nur einen Fisch, Leute. Sorry. Zack. 3. Aber wir könnten auch alle... Also wenn jetzt noch 2 Leute in Wald Holz sammeln gehen, dann könnte man ja auch noch vielleicht das schaffen von der... Aber wir haben nicht die Nahrung. Ja. Ich gehe auch fischen, natürlich. Wir müssen alles fischen. Wer Boote als Überlebende hast du dann? Wäre ein ganz trauriges Bild für die Retter, wenn sie da 10 fertige Boote finden und 2 Leute fischen. Oh shit. Lars, ich mach nochmal den Lars Schwarzen. Lars, du fängst hier nochmal. Oh nein. Oh, ich hab nur einen. Lars, wieder leid, einen. Ja! Nice! 1, 2, 3. Naja, 7 Nahrung.
Hat nicht noch irgendwer ein Sandwich auf der Hand? Ich habe einen. Ich bin dran, ne? Ja. Ich habe einen Kaffee, kann also zwei Aktionen in dieser Runde machen. Das ist ja geil. Was uns den Arsch retten könnte. Ja. Hammer. Aber ich setze aus. Sehr gut. So ein produktiver Mitarbeiter. Boah, ich hab ganz. Achso, wie viel? Ein muss ich ziehen, ne? Ist egal. Achso, ist egal. Drei. Ja! Alter! Fischle. Yes. Eins, zwei, drei. Sehr gut. Und was mache ich jetzt noch? Naja, wenn du jetzt auch noch Wasser holst, überleben zumindest alle von uns schon mal. Sonst müssten wir uns schon bei der ersten Wasserabstimmung. Nee, bei der zweiten Wasserabstimmung schon prügeln, wäre es nicht bekommen. Oder halt noch so ein prügeln. Boot. Oder mach noch Versuch noch ein Boot. Nee, du kannst wirklich versuchen. Aber dafür fünf. Müsste eins, ich ja. Zwei, drei, ja, du gehst einen nach vorne. Zwei, drei, vier, oh komm, das wäre doch jetzt ja super. Sechs schaffen. Nee, aber du gehst ja einen, wenn du sagst, dass du losgehst, kriegst du schon einen. Und dann müsstest du eins, zwei, drei, vier, fünf weiße Kugeln ziehen. Es ist halt sehr unwahrscheinlich. Ja, das ist ich no halt, dann bin ich halt krank und kann nicht mit abstimmen, wenn ihr mich schön tötet. Wie töten ich auch nicht, du mit deiner Heilig, du na klar. Hast so viel geleistet. Was soll ich denn auf dem Boot noch bringen? Du hast so viel geleistet für die Gruppe. Come on, set no one ever. Du hast so viel geleistet. Nee, aber Moment, dann zieh jetzt nicht Dings, sondern hol noch Wasser, oder? Achso, dann hol ich noch Wasser, ne? Ja. Vier, oder was? Der Hurricane ist zwei. Oder du ziehst noch, ich weiß nicht, ob das was bringt. Ach so, vom Wrack könnte ich natürlich auch noch. Oh, soll ich ja. Da nicht lieber wenn Holzbrett hättest, hätten wir genug Floß. Aber wir haben nicht ja, genug Wasser. Das kriegen wir schon. Aber vielleicht das hat noch irgendwer ein Getränk auf der Aber Hand. Wir haben noch genug Wasser für vier, oder nicht? Ja, aber vielleicht ja. Ziehst du ja noch einen Floß. Ja, also gehe ich doch lieber aufs Wrack. Aber dann, oder wenn schätze, wir noch einen Floß haben, dann haben wir doch nicht genug. Sowieso nicht. Dann haben wir nicht vielleicht genug hat Wasser, ja noch irgendein Getränk auf der Hand. Na, ein Getränk hat doch bestimmt jeder noch. Nee, sonst hätten wir es ja jetzt in der letzten Runde. Ja, einer wird wohl sterben. Es sei denn, ich hole jetzt. Naja, also so oder so wird einer sterben. Also, ich kann sind entweder wir sind Wasser noch ein holen. Team. Hat noch irgendwer ein Wasser auf der Hand? Nein. Leider nicht. Naja, ich hätte noch Wasser. Was? Was? Wirklich? Ja. Spielst du es jetzt, damit Andreas genau weiß, dass er safe das Wrack plündern kann? Aber ein Wasser reicht doch nicht. Wir bräuchten noch zehn. Ja. Ach wenn ich ja. Jetzt eins spiele, sind wir auf neun. Das hilft mir leider überhaupt gar nichts. Shit. Aber ist es nicht mal das? Nee. Nein. Plus zwei? Nein. Von daher. Tja, denn. Oh Mann! Übrigens, wenn ihr dachtet, das Ende von Lost war schlecht, was ist das bitte für ein Staffelfinale von Almost Playly auf der Insel, oder? Mach auch gleich die Augen wieder auf. Aber ich schaffe es jetzt wirklich um ein Wasser nicht, oder was? Alle fünf runterzukriegen. Das ist kann, nee, halt! Du kannst ihm doch die. Nee, das nee du kannst dann. Wasser du kannst, holen. Du kannst ihm doch das Wasser geben. Ja, ja, das ist ja die Frage, ja. Ja, wenn er Wasser holt, dann haben wir aber noch nicht genug. Wie? Nein, nein, nein. Aber zählt das nicht auch für die Eigenschaften? Nein, 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 nein. Hey. Nee. Schade. Ja, leider um ein Wasser. Ist Andreas der allerletzte? Ja, ja. Du hast auch. Du, aber du hast jetzt noch eine Aktion, oder nicht? Ja. Ja, ja. Genau. Das ist ja die Frage, die wir gerade diskutieren. Soll ich es ins Wrack dingsen, wobei ich nicht weiß, was die Benefits da sind? Es kann auch sein, dass du so eine dreckige Unterhose ziehst oder sowas. Ja, und wenn ich das Beste, was ich da ziehen könnte, wäre ja ein Floß. Und das ist aber auch Quatsch, weil ja. Dann schaffen wir es ressourcentechnisch nicht. Aber nochmal für mich zum Verstehen, ne? Wenn er jetzt zwei einmal Wasser gehen holt, ne? Dann haben wir ja schon zehn. Dann haben wir vier sogar. Zwölf. Ja. Und dann nicht kannst du Floße. Achso, okay, du kannst keinen eben. Keine Aktion mehr. Wasser oder Floß, beides geht nicht. Naja, es ist beides. Dann nimm lieber Wasser, dann können wir uns irgendwie die Hände waschen, nachdem ja, wir irgendjemanden glaub. Erschossen haben. Okay. Gut. Kane. Wasser? Okay. Nimm Wasser. Ja, dann nehme ich halt natürlich Wasser viermal, ne? Eins, zwei, drei, vier. So, jetzt wird nochmal verteilt. Eins, lecker. Zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eieiei. So. Und jetzt? Jetzt sind wir am Ende des Spiels angekommen. Die Kriterien bei den Hurricanes sind: Die Wasser- und Nahrungsrationen müssen bereits verteilt worden sein, das haben wir gemacht. Es muss mindestens ebenso viele Plätze auf dem Floß geben wie Überlebende. Ist das nicht der Fall, wird abgestimmt, wer geopfert wird, um genügend Platz zu schaffen. Es muss noch mindestens eine Ration Wasser und Nahrung für jeden Überlebenden verfügbar sein, als Reiseproviant. Ist das nicht der Fall, muss darüber abgestimmt werden, welche Spieler geopfert werden, damit genügend Vorräte für alle da sind. So, wir haben für alle Vorräte, theoretisch, aber wir haben nur Platz für vier. Möchte vier? Vielleicht jemand. Aber immerhin vier, ne? Ja. Ja. Also ich erinnere mich ich an die. Ich erinnere mich an die Vorstellungsrunde, in der Brutus gesagt hat, er ist sowieso auf diesem Kreuzfahrtschiff nur gewesen, weil er eigentlich auf diese Insel wollte, um die Ureinwohner zu erforschen. Das war nicht die richtige Insel, nein. Vielleicht könnte er deswegen einfach zurückbleiben.
Hier gibt es leider keine Ureinwohner. Zurück in die Zivilisation. Ja, man die halbe Insel erkundet. Also man weiß nicht, was man da noch findet. Nein, es gibt da keine. Ich bin da schon ein sehr belesener junger Mann. Ich möchte hier was dagegen sagen. Und zwar, ich verstehe es, dass ich mich gerade am Anfang ein wenig unbeliebt gemacht habe, dadurch, dass ich einfach nicht so gut fischen konnte. Aber ich dachte einfach, dass ich für die Gruppe Nahrung besorge. Und das habe ich anfangs nicht gut gemacht. Möchte dann aber sagen, dass ich mittlerweile der größte Fischer hier in der Runde bin. Dann könntest du ja über 10 Fische gesammelt. Wie oft warst du einfach mal? Nur jetzt noch mal kurz von mir Gutes. Ablenken. Sorry, ich will es nicht, aber... Kannst du ganz kurz die Frage beantworten? Wie oft warst du im Wald? Ich war einmal im Wald und habe 3... Einmal im Wald. Einmal. Das, also ich meine, du hast... Ja, sonst hast du im Wald deine faule Haut... Ich war dreimal im Wald. Das stimmt. Ohne mich wären wir gar nicht so weit gekommen. Ich habe über 10 Fische gefangen. Also ich habe meine Entscheidung getroffen. Okay. Den Wrack schwimmen wir ja wohl hoffentlich. Lars hat sich jetzt verteidigt. Möchte jeder noch mal vielleicht kurz sagen, was er für was der Benefit ist, wenn wir ihn mit aufs Los nehmen, warum er es verdient hat, aufs Los mitzukommen. Andreas. Ich glaube, ich habe die wertvollste Ressource hier auf der Insel zur Verfügung gestellt. Denn jeder weiß, klar, verlockend, Salzwasser ist doch überall. Aber das ist natürlich, wie wir alle aus der Grundschule kennen, ein Riesenproblem. Deswegen habe ich Wasser um Wasserflasche gebracht. Jede Runde, unermüdlich. Ich glaube, keiner hat es auf dich abgesehen. Jawohl, jetzt brauchen wir die Wasserflasche halt auch nicht mehr. Aber traut mir, dass ich gezeigt habe, dass ich wahrscheinlich auch auf dem Boot in der Lage sein werde, Wasserflaschen zu finden, die unter Wasser sind. Ich möchte auch noch etwas off-character sagen, dass ich glaube, das ein ganz guter Moment wäre, auch mit Blick auf diesen Rebrand, dass der Kapitän jetzt hier nicht als letzter von Bord geht, sondern auch Herr Krane sagt, ich bleibe auf der Insel zurück, auch symbolisch für das Format. Wir sagen, ganz ehrlich, das war Almost Playly. Was für eine Reise war es? Das wäre ein Wir segeln weiter. Ja. Ich bleib hier auf der Insel und überleg mir verdammt nochmal ein gutes Wortspiel für das neue Format. ich glaube, dass das auch in dem Sonderfall mit reinspielen sollte. Ja, das wäre echt eine große Geste. Das wäre eine wirklich große Geste. Das wäre das, was ich erwarten würde. Ich möchte ganz kurz nur sagen, ich war immer der Vermittler zwischen gut und böse, zwischen Good Cop, Bad Cop. Ich war im Wald, aber ich habe auch gefischt und Wasser gesammelt. Ich habe versucht, zwischen den Parteien, die hier auf der Insel entstanden sind, die zwei Lager zu vermitteln. Mediation, für die ist auch nicht jeder geschaffen. Ich habe sie auf mich genommen. Kurze Frage, du warst im Wald, aber bist du überhaupt so weit gekommen oder bist du vorher krank geworden? Nein. Nur so? Ja. Also es war schon ein, zwei Mal so, dass du krank warst, okay. Ich war einmal krank und sonst habe ich auch immer Holz geholt. Gut, ich habe letztendlich alle meine Handkarten, die ich hatte, immer der Gruppe gespendet, habe immer noch mal dafür gesorgt, dass hier ein bisschen mehr Wasser ist, mehr Sandwich ist. Bin fischen gegangen, bin Wasser holen gegangen, bin auch in den Wald gegangen. Von daher, ich würde einfach nur gerne zurück in die Zivilisation. Ich denke, der Platz auf dem Floß sollte mir gewährt werden. Auf jeden Fall. Okay. Und dann möchte ich jetzt noch eine Karte spielen. Du kannst jetzt nicht eine Karte spielen. Das ist die Runde. Okay. Und was ist die Karte? Leute. Ich habe mittlerweile ein bisschen Angst, dass ihr eventuell irgendwas entscheiden würdet, das nicht zu meinem Wohl aussehen könnte. Und ich finde... Du musst 2 Karten spielen, ne? Wieso? Lass ihn nochmal machen. Achso, okay. Also wenn... Ich finde dadurch, dass ich wirklich auch für die Nahrung dieser Bande gesorgt habe, habe ich es auch verdient, mich Anführer schimpfen zu können. Und wenn ihr jetzt abstimmt, dann tut das bitte. Aber leider darf ich nicht abgestimmt werden. Diesmal vor? Darf ich nicht. Okay, in dieser Runde bist du der Anführer und niemand kann gegen dich stimmen. Diese Karte kann vor oder nach einer Abstimmung gespielt werden. Abstimmung wird gegebenenfalls wiederholt. Aber ich akzeptiere den neuen Anführer. Ich habe immerhin eine Muschel. Ja. Gut. Ich muss 2 oder was? Nein. Nee. Gut. Er dachte, du willst schießen. Du brauchst dafür 2. Ja, genau. Gut. Alles klar. Stimmen wir ab, oder? Dann stimmen wir ab und... Für was denn? Also wir zeigen auf den wir essen wollen. Ja. Okay. Den wir essen wollen? Du darfst mitstimmen, ne? Übrigens, ja? Also. Jeder hat seinen Favoriten? Ja. Mhm. 1, 2, 3. Was? Das ist das perfekte Ende für Almost Playly. Sehr schön.
Tja, du warst ein guter Fabian. Okay, ich bleibe. Okay, wow. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich so von allen hintergangen werde, aber dann soll es wohl so sein. Ich bleibe allein auf der Insel zurück. Ihr könnt euch retten und habt dieses Spiel gewonnen. Ich danke euch. Ich danke euch, dass ihr da wart. Auch an alle da draußen. Guckt auch nochmal die anderen 120 Folgen Almost Playly. Wir sehen uns im Juni wieder, dann unter einem neuen Namen und noch geiler, noch schöner, noch toller. Und ja, und wenn sie nicht gestorben sind, dann sind diese fünf Nasen bestimmt auch wieder irgendwann in diesem Format zu sehen. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis dahin. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und denkt immer dran, Gesellschaftsspiele sind... Danke an Pflicht. Fabian. Danke an Trumpf. Tschüss.